Hallo liebe Fußballfreunde, in diesem Video geht es um die 3-5-2-Formation, die sehr flexibel ist, vor allem was die Defensive angeht, weil man sie sehr schnell in eine 4-4-2 oder in eine 5-3-2-Formation umwandeln kann. Der größte Vorteil ist diese Kompaktheit im Zentrum. Wenn man sich das hier anschaut, dann sind wir hier mit 8 Spielern in der Mitte des Spielfeldes vertreten und da kann man sehr wohl von einer Kompaktheit reden. Auf den Außen haben wir jeweils nur einen Spieler. Was sind die Vorteile in der Defensive? Wie ich schon vorher erwähnt habe, kann ich diese Dreierkette sehr schnell in eine Viererkette umwandeln. Wie funktioniert das? Wenn der Ball, nehmen wir an, hier drüben ist, dann verschieben die drei Spieler ballorientiert und jetzt lässt sich dieser ballferne Außenspieler lässt sich in die letzte Linie nach hinten fallen und wir haben somit die Viererkette. Wenn der Gegner das Spiel auf die andere Seite verlagert, dann schaut das so aus, dass dieser Spieler wieder nach vorne rückt, die drei Spieler verschieben wieder ballorientiert und jetzt lässt sich dieser ballferne Außenspieler lässt sich wieder nach hinten fallen und wir haben somit die Viererkette. Deswegen redet man auch von einer pendelnden Viererkette. Weiters kann ich es auch sehr schnell in eine Fünferkette umwandeln. Da lassen sich dann ganz einfach beide Außenspieler nach hinten fallen und wir haben somit unsere 5 Spieler. Was sind die Vorteile von einer Fünferkette? Erstens einmal, wir haben eine sehr gute Besetzung, was die komplette Breite des Spielfeldes angeht. Zweitens sind die Räume zwischen den Verteidigern sehr eng und somit hat es der Gegner sehr schwer, diese sogenannten Schnittstellenpässe zu spielen, weil da ganz einfach der Raum nicht vorhanden ist. Und drittens, das ist der größte Vorteil, da geht es um den Innenverteidiger. Er kann, ohne sich Gedanken zu machen und ohne sich Sorgen zu machen, kann er am Stürmer dranbleiben und er kann ihn sogar bis ins Mittelfeld verfolgen. Und wie gesagt, er muss sich keine Gedanken machen, dass hinter ihm ein Raum frei wird, den der Gegner bespielen kann, weil wir hier noch immer 4 Spieler zur Absicherung haben. Das schaut natürlich bei einer Viererkette ganz anders aus. Wenn der Innenverteidiger am Stürmer dranbleibt und ihn ins Mittelfeld verfolgt, dann kann es sein, dass dahinter ein großer Raum entsteht, wenn die drei anderen Spieler nicht diesen Raum wieder schließen. Aber bei einer Fünferkette in diesem Fall ist das natürlich nicht so. Und deswegen, wie gesagt, kann er an ihm dranbleiben und er muss sich keine Gedanken machen. Wo ist das Problem in dieser Formation? Das sind hier die Außenzonen. Warum? Weil wir hier ganz einfach nur mit jeweils einem Spieler besetzt sind. Und deswegen haben diese zwei Spieler eine sehr wichtige Rolle. Sie müssen die komplette Seite bearbeiten. Das heißt, diese Spieler müssen erstens sehr laufstark sein und zweitens müssen ihre Qualitäten sowohl in der Defensive, aber als auch in der Offensive haben. Ein weiterer Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, da geht es um das enorme Verschieben auf eine Seite. Nehmen wir an, wir agieren im 5-3-2 und dadurch, dass wir nur 3 Mittelfeldspieler haben, sollten sie natürlich ballorientiert rüber verschieben. Die 2 Stürmer arbeiten natürlich mit und jetzt kann man hier schön erkennen, dass wir auf der ballfernen Seite im Mittelfeld einen sehr großen Raum öffnen. Das ist ja mal so kein Problem. Es könnte aber zum Problem werden, wenn der Gegner es schaffen sollte, das Spiel schnell zu verlagern. Wie verlagert er am schnellsten? Natürlich über einen Sechser, der dann hier rüber spielt. Aber wenn wir es schaffen sollten, hier das Zentrum dicht zu machen und wir den Gegner zwingen, über die Innenverteidiger das Spiel zu verlagern, dann dauert das natürlich viel länger als wie über den Sechser. Und zweitens ist das kostbare Zeit für uns, damit wir genügend Zeit haben, um wieder auf die andere Seite rüber zu verschieben. Wie schaut das Ganze in der Offensive aus? Wir haben von Haus aus schon 3 Spieler, die für den Spielaufbau zuständig sind. Das heißt, wir brauchen keinen abkippenden Sechser, der sich ständig nach hinten fallen lässt, um zu dritt das Spiel aufzubauen, falls man das so haben möchte. Wir haben
auf den Außen, wie gesagt, jeweils einen Spieler, die natürlich in der Offensive sich mit einschalten müssen, damit wir die Breite in der Offensive halten. Dann mit den zwei Stürmern ganz vorne sind wir auch sehr gut besetzt. Und hier mit den drei Spielern im Mittelfeld, wobei einer von denen ständig vor der Abwehr sein sollte, damit wir bei einem Ballverlust eine gute Absicherung haben. Ja, das war einmal so das Wichtigste, was 3-5-2 angeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!